Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Und Leute, herzlich willkommen zur wahrscheinlich aufwendigsten Folge Craft Attack 9 bis jetzt. Leute, ich hoffe, es gefällt euch. Diese Folge hier hat mich jetzt mal eben 8 Stunden Arbeit gekostet, nur für diese eine Sache, die ich gebaut habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, Leute, ihr könnt mich wirklich kostenlos und super unterstützen, wenn ihr dieses Video bewertet und einen Kommentar für den Algorithmus da lasst. Aber auch nur bitte, wenn es euch gefällt, weil es so viel Arbeit war, weil es so unglaublich viel Arbeit war. Leute, hier habt ihr jetzt erstmal einen Zeitraffer über 6 Stunden Streamzeit. Viel Spaß. Sache, oder Leute? So, dann wären wir auch mal mit dem Boot angekommen in unserer Base. Leute, hier hat sich natürlich im Eingangsbereich auch ein bisschen was getan. Schaut euch das mal an. Ich habe hier ein sehr, sehr seltsames Drowned-Zombie gefunden. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe den Kollegen einfach mal hier hingestellt, damit er geschützt ist. Ihr seht außerdem hier meine Eingangstür, die Antwort auf das Leben, das Universum und einfach alles. Werden uns meine Base nochmal wann anders ganz in Ruhe angucken. Und auch mit den ganzen Smart Home Sachen, die da gebaut werden, gebaut sind. Darum soll es heute auch gar nicht gehen. Die Lags, die ihr hier habt, sind die guten alten Spawn Chunk Lags. Aber darum geht es auch. Denn die Messstationen, vielleicht erinnert euch, haben ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis ist ein schönes Ergebnis. Es freut mich richtig. Und es ist auch der Grund, warum ich dieses Ding gebaut habe. Und ihr werdet sagen, oh ja, das ist eine Bone Meal Farm, die du da gebaut hast, Joe. Und ich sage, falsch. Das ist es nicht. Es ist keine Bone Meal Farm. Es ist eine ganz andere Farm, aber werden wir gleich sehen. Leute, das Messergebnis hat herausgefunden, dass das hier alles noch im Spawn-Chunk ist. Das heißt, hier seht ihr diese Spawn, ich glaube, ihr seht das, die werden gerade gehighlightet, ne? Diese Chunks sind nicht mehr im Spawn, wobei doch sind sie auch noch. Hey, hier hinten, die sind nicht mehr im Spawn drin, aber die hier vorne sind alle noch im Spawn-Chunk drin, ja? Das heißt quasi, nee, genau, hier sind die nicht mehr im Spawn, hier sind sie noch im Spawn-Chunk drin. Das erkennt man auch richtig, weil hier ist die Chunk-Grenze, seht ihr? Und jedes Mal, wenn ich drüber laufe, wenn wir einen kurzen Lag, das ist wirklich unangenehm, wenn wir diesen Lag haben, weil natürlich dann einmal kurz alles anhält. Und das ist in Minecraft nervig, wenn plötzlich alles anhält, okay? Also ist das natürlich ziemlich gut, dass wir es wissen und dass das zufälligerweise genau da ist, wo unsere Wand ist. So, viel dazu. Wir machen unsere Eingangstür zu mit unserem Smart Home System. Ich liebe es. Und gehen jetzt einmal hier nach oben. Ihr seht auch schon hier mein erstes Treppenhaus. Wenn wir hier hochgehen, sehen wir hier unsere Farm. So, und die ist gerade ausgeschaltet. Denn es geht die ganze Zeit um eine Sache. Und zwar das hier. Bambus. 8 Stunden Stream liegen hinter mir. Ich habe das Ding gebaut, was ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt. Waren mal eben so, glaube ich, 6-7 Stunden aus dem Stream. Da gab es noch viel Testerei. Und Idee ist jetzt folgende. Hier ist unser geheimer Nachtclub. Und wie es sich für diesen geheimen Nachtclub gehört, gibt es ein Hinterzimmer. Und zwar hier hinter der Bühne. Und dort befindet sich das Ding hier. Und das ist der Grund, wofür ich das alles gebaut habe. Ich möchte gerne diese Spawn-Chunk-Behavior nutzen, ohne dabei den Server kaputt zu machen, ohne dabei Lags zu erzeugen. Und jetzt pass auf. Da ist jetzt ein Bambus. So. Und jetzt mache ich folgendes. Ihr seht hier eine Kiste und der Kiste ist nichts drin. Und alles, was ich machen muss, ist diese Fackel wegzunehmen. Boop. Jetzt ist diese Fackel weggenommen. Ihr seht, jetzt ist hier Strom an. Jedes Mal, wenn diese Kiste hier voll ist, ja, wenn die Kiste voll ist, geht diese Fackel aus. Solange hier Strom ist, ihr hört es schon, da klappert es und klackt es. Wir können jetzt hier einmal das Ganze mit Glas zumachen. Wir müssen jetzt nichts weiter tun, als einen kleinen Moment zu warten. Ich denke, so vielleicht noch 20, 30 Sekunden. Wir sollten auf jeden Fall gleich etwas sehen. Bin gespannt. Ich mache nichts.
Aha, da passiert was. Habt ihr gesehen? Ist was passiert hier, ne? Das ist schon die erste Sache, die gerade passiert ist. Und jetzt könnt ihr es wahrscheinlich schon denken, was es ist. Das ist eine Bambusfarm. Und jetzt werdet einige von euch werden sagen, Joe, du weißt schon, dass Bambus von alleine wächst. Warum betreibst du so einen Riesenaufwand dafür, dass hier Bambus reingeht? Nun, das ist eine gute Frage, Leute. Das ist eine richtig gute Frage. Wir haben gesehen, 5 Bambus waren gerade in der Kiste drin. Wenn ich mich jetzt mit euch hier live in der Aufnahme ohne Cuts, ohne irgendwelche Fakes mal zur Seite klemme, ja, und wir wissen ganz genau, auf dem Server sind zwar viele Leute, die sind jetzt allerdings alle komplett woanders, ja, die sind nicht in der Nähe meiner Basis, die Chunks sollten gar nicht geladen sein, es ist eigentlich niemand dort in der Nähe, auch mein Cam-Account nicht, ist nicht in der Nähe, ne? Wir müssen uns einmal updaten, so, ihr seht, ich bin auch nicht mehr auf dem Server, so, wir sind jetzt einfach mal nicht auf dem Server und jetzt kommt das. Ich habe euch alle Informationen in diesem Video gegeben, die ihr schon zu wissen braucht. Unsere Base befindet sich in den Spawn Chunks. Ich habe eine Bone Meal Farm gebaut und eine Bone Meal Farm hat die besondere Eigenschaft, dass sie auch dann funktioniert, wenn ein Spieler nicht in der Nähe ist. Und während wir das machen, kann ich euch jetzt eine Sache über Minecraft erzählen, die ihr unbedingt wissen müsst. Wenn wir in Minecraft beispielsweise an dieser Stelle mal hier ein kleines Feld anlegen, ja, fill von da bis da mit Dirt und auf das Feld drauf fill von da bis da mit Bambus, ja, können wir machen, so, zack, machen wir und da ist das Feld, dann merkt ihr vielleicht etwas. Es wächst nicht, weil kein Spieler in der Nähe ist, weil ich im Game Mode Spectator bin. Solange ich im Spectator bin, bin ich kein Spieler. Achtung, ich wechsle jetzt den Game Mode, so, und plötzlich wächst das, seht ihr, es wächst und ich bin wieder im Spectator. Und es wächst nicht mehr. In Minecraft gibt es eine Regel, was Wachsen angeht. Und zwar, es wächst nur etwas, wenn ein Spieler sich in der Nähe aufhält. So, ich halte mich gerade auf dem Server von Craft Attack nicht auf. Und es ist auch kein Spieler in der Nähe von meiner Base. Jetzt gehen wir mal wieder zurück auf den Server und gucken mal in die Kiste rein. Und oh Wunder, wir sehen 34 Bambus. Aus dem Bambus ist mehr Bambus geworden. So, und da seht ihr es, Leute. Das Ding hier ist eine Spawn Chunk Bambus Farm. Diese Farm generiert Bambus aus dem Spawn Chunk. Und zwar eben mit einer ziemlich aufwendigen und großen, wie nennt sich die Farm nochmal? Bone Meal Farm. Bone Meal Moos Farm. So, und die können wir uns auch noch hier angucken gehen. Wir machen mal den Shader dafür aus. Wenn wir hochgehen, sehen wir das gute Stück, das gute Werk. Hier oben sind die Reactor Chamber, wie ich sie immer sehr gerne nenne. Ah ja, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir vielleicht nochmal paar Wände höher ziehen, dass hier kein Schwund ist. Ihr seht einfach, das Ding ist die ganze Zeit dabei, Grünzeugs zu produzieren und das Grünzeugs wird dann die ganze Zeit hier in den Kompostern recycelt und ergibt dann natürlich Bone Meal. Klar, die Farm braucht selbst Bone Meal, um zu funktionieren. Damit überhaupt diese Farm funktioniert, braucht sie Bone Meal. Aber sie produziert halt so viel Bone Meal, dass wir einen Bone Meal Überschuss haben. Ja? Sie funktioniert nach dem Prinzip, alle 8 Schläge passiert hier was. Ne? Also alle 8 Schläge wird einmal ein Cycle ausgeführt. Wir haben hier eine Clock, die ist auch nicht nicht schnell, dass sie wirklich ruhig ist. Ihr seht, das ist die Clock. Tam, jedes Mal, wenn dieser Verstärker blinkt, passiert was, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und Wasser. 1. Ihr seht, das ist der Takt. 2. Und genau so arbeitet das Schätzchen. Oh, jetzt ist mir gerade ein Zombie hinten reingefallen. Wir müssen das Ding nochmal gut ausleuchten und schließen. Wir sind gerade hier, so ein offener Berg. Hallo, Mr. Zombie. Sie nerven. Ist nicht schlimm. Werde ich jetzt auch nicht umbringen, damit hier nicht das ganze System verstopft. Aber das ist das Prinzip. Das Ding wird nun die ganze Zeit Bambus machen. Und die Idee ist folgende. Ich möchte gerne hier eine Smeltery bauen, die nicht schnell ist. Es geht nicht darum, dass es schnell ist. Aber es soll eine Overnight Smeltery werden. Das heißt, das ist das Letzte, was wir eigentlich jetzt noch testen müssen, meine Theorie zu testen. Ich hoffe, dass sich jetzt die ganze Arbeit gelohnt hat, denn die Farm sollte nun hoffentlich schneller Bone Meal herstellen, als ein Ofen verbraucht. Wenn nicht, müssen wir die Farm nochmal verbessern, okay? Aber lass uns das jetzt mal testen gehen. Wir nehmen uns jetzt mal, was gebrannt werden kann in unserem Ofen. Wir können jetzt eigentlich mal, letzten Endes, können wir tatsächlich jetzt eine kleine Smeltery uns mal aufmachen. Wir haben doch ganz viele Sachen, die gebrannt werden müssen. Hier, das Kupfer muss auf jeden Fall durchgebrannt werden. Der ganze Clay hier könnte mal durchgebrannt werden. Schön, ein bisschen Stein möchte ich auch noch durchbrennen. Das können wir jetzt alles über Nacht brennen lassen, Leute.
Und das ist überhaupt kein Problem. Das Ganze soll natürlich schöner gemacht werden und später soll das auch für die Leute zugänglich sein. Also später soll hier auch irgendwie eine Art kleiner Shop oder so sein, wo man eine Schalker-Kiste abgeben kann. Das Ding wird dann über Nacht die Schalker-Kiste bearbeiten und am nächsten Tag dann wieder ausspucken. Das ist so ein bisschen die Überlegung. Also, ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber lass uns jetzt erstmal mit dem einen Ofen beginnen. Also das Ding soll, wie gesagt, erstmal nur genug Bambus herstellen, dass ein Ofen bepowert werden kann. Und der Rest reicht mir dann auch erstmal, ne? Also, Qualität statt Quantität. Wir haben ja Zeit, ne? Wir sind ja sehr lange nicht in Craft Attack Online, mal eine Zeit lang, ne? Könnte vorkommen. So, wenn wir jetzt hier einen Ofen hinbauen, dann müssen wir nur noch gucken, dass von der Seite da was reingeht. Alter, alles nur für diesen Ofen. Alles nur für diesen einen Ofen. Es ist Wahnsinn, Leute. Herrlich. So, ich bin gespannt. Ich bin wirklich richtig gespannt. Gespannt, gespannt, gespannt. Gebannt und gespannt. So, das ist unser Ofen. Das Ingredients Input. Der ist dann genau hier, aktuell. Und dann hauen wir mal rein in Spaß, ne? So, auf die geht's. Moment, stopp. Das machen wir natürlich nicht so. Das wäre jetzt eine Verschwendung. Das sollten wir erstmal mit Lack erstmal ausholen. So, und wir gucken mal eben. In unseren Ofen geht das rein. Ihr seht natürlich, jetzt zieht die Farm. Na gut, jetzt zieht der Trichter erstmal hier vom Ofen, ne? Das ist jetzt die Frage. Da ist der Trichter. 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, und jetzt müssen wir gucken, dass die Items in diesem Trichter langsam steigen. 30. 29. 28. 29, 30, 29, 28, 27. Ich glaube, wir müssen die Farm noch mal ein bisschen optimieren, Leute. 26, Sieht nicht gut aus. Aber damit sind jetzt nicht 8 Stunden Arbeit hin, sondern wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir die Farm optimieren. Es kann auch eine Durchschnittsgeschichte sein, Leute. Ah, jetzt sind wir wieder bei 30. Es ist knapp. Es ist ziemlich knapp, Leute. Würde ich mal sagen. Ihr seht schon, wir müssen noch so Kleinigkeiten verbessern bei der Farm. So Klitzekleinigkeiten optimieren. 24, 25. 21, 24, 25. Es sind wirklich diese Kleinigkeiten, Leute, die wir optimieren müssen. Ich habe auch keine Ahnung, was wir da am besten optimieren können. Aber ihr seht schon, ist halt jetzt die Frage, funktioniert das am Ende? Reicht die Menge aus? Ansonsten müssen wir mit einer Siphon-Technik arbeiten, quasi, dass wir immer warten bis 64 oder wie viel Bambus braucht man immer, um ein Item zu smelten? Sonst müssen wir einfach ein Stauregister bauen. Das staut dann so viel Bambus an, um ein Item zu smelten und dann lässt es diesen Bambus auf einmal in den Ofen, sodass die Items geschmolzen werden können und dann wartet es auf die nächste Charge. Also so oder so, das Ding produziert. Also der Schnitt geht gerade nach unten, wie ihr seht. Also die Durchschnittskurve geht langsam runter. Deshalb müssen wir auf jeden Fall so eine Art Siphon da einbauen. Aber das Ding wird trotzdem weiterhin Bambus produzieren, ja. Nur halt vom Tempo noch nicht ausreichend. Wir lassen es mal kurz einen Moment laufen, um wirklich sicherzustellen, dass das Ding weniger produziert, als wir es uns wünschen. Und machen mal ganz kurz eben hier das Eisen klar. Und auch noch die anderen Sachen. Dafür haben wir eine wunderschöne Spitzhacke. Ach so, und mittlerweile habe ich auch eine Elytra endlich. Ein großes Dankeschön gebührt dort Ayosa 100, der mir die ermöglicht hat. Ich glaube, in seiner Folge werdet ihr doch nochmal was sehen. Im Plan für die nächste Woche ist es jetzt, oder für diese Woche ist es nun, an den Projekten weiterzuarbeiten, wie beispielsweise im Charity Arena und so langsam auch mal die Börse zu beginnen. Aber es ist halt leider noch ein langer Weg dahin. Es gibt auch viel zu tun, ja, und eine ganze Menge Erze noch zu schmelzen über Nacht. So, tun den Rest mal hier rein. Zack, zack, zack. Wunderbar. Wir gucken nochmal in den Trichter rein. Ja, 13. Also es geht langsam runter, die Menge. Wir müssen also noch mal ein bisschen rumspielen, wie ihr seht, Leute. Ein bisschen rumspielen und gucken, ob unser Ding hier noch mal optimierbarer ist oder ob das hier schon das Beste vom Besten ist, das goldene Ei sozusagen. Also das sind Kleinigkeiten, die man jetzt bei der Farm verbessern kann, ja. Man kann den Puls verbessern, man kann die Farm vielleicht einen Tacken schneller machen. Mit einem Tacken schneller steigt aber auch das Risiko, dass die Farm Fehler wirft, ne, dass die nicht richtig arbeitet. Ja, man kann jetzt viele Optimierungen machen. Man kann auch überlegen, ob es sinnvoller ist, hier oben bei den, wie nennen sich die Dinger, Kompostern kleine Optimierungen zu machen. So.
Wir können, genau, wir können gucken auch, dass einfach mehr Grünzeug hier abgebaut wird pro Tick. Also wir haben es aktuell so, dass wir alle 8 Ticks, etwas, also quasi 8 von diesen Schlägen, wird einmal hier Grünzeug gepflanzt. Es kann auch sein, dass das optimiert werden könnte. Ich meine, wir können diese 16-Tick-Geschichte eben schnell einbauen. Pass auf, lass uns eine Optimierung heute nochmal eben machen, um zu gucken, was passiert, wie sich die Farm dadurch ändert. Weil jetzt gerade stellt sie gar nichts mehr her. Ist aber auch nicht schlimm, soll sie auch nicht. Jetzt bin ich natürlich äußerst gespannt, ob das was bringt, was wir jetzt machen. Wir droppen uns mal hier nach unten. Und eigentlich brauchen wir nun einen Kolben mit Schleim. So, und wir verlängern jetzt sozusagen die Zeit, wann die Farm auslöst. Ich weiß aber nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Das werden wir jetzt sehen. Da bin ich mal äußerst gespannt. Wobei, ein bisschen Redstone nehme ich mir nochmal mit. Ich überlege gerade, ob wir das sogar nochmal ganz anders machen oder ein bisschen anders machen. So, ich brauche mal ein bisschen Redstone dafür. Sehr schön, sieht gut aus. Und ein paar Verstärker. So. Welcher Asi hat den Raketenshop? Na, lieber Max, so wollen wir aber nicht reden hier auf dem Server. Ja, das ist die große Frage eben. Dieses Tarieren, dieses Dings machen. Also lange Arbeit auf jeden Fall, bis wir am Ende ein gutes Ergebnis hier erreichen bei der Farm. Aber hier ist es jetzt gerade ruhig geworden natürlich. Weil hier oben nochmal was verlängert werden muss. Oh, und wir machen jetzt unsere Tick-Anpassung hier oben. Also was wir dafür tun müssen, ist den hier abzubauen. Stattdessen kommt dann hier ein Kolben hin. So, hoffentlich kommt er gleich. An der Stelle, komm, ich habe keine Zeit. Spirenzchen. So, damit haben wir jetzt die Tink-Anpassung auf 16. Das heißt, nun wird alle 16 Ticks hier einmal die Farm getriggert. Wir beobachten das mal kurz. Okay, ich hatte das ein bisschen beobachtet. Also, wir sind, glaube ich, mit der Farm genau am Limit. Selbst jetzt mit der Optimierung, da tut sich nicht viel, muss ich sagen. Da tut sich ehrlich gesagt kaum was. Wir sind hier genau am Limit, was ein Ofen verbraucht. Wir gucken mal, ob wir es noch irgendwie dreißeln können, dass die Farm noch ergiebiger wird. Aber trotzdem ist das schon mal erstmal cool genug. Ihr seht jetzt gerade, struggelt der Ofen. Also wir sind halt genau so an dem Limit, was gerade möglich ist für einen Ofen. Deshalb nehmen wir nochmal hier die Sachen raus. Dann schmelzen wir die wann anders. Oder ich mache mal Folgendes. Ich mache jetzt einfach mal hier eine Fackel hin, dass die Sachen da nicht in den Ofen reingehen können. Und wir entlasten den Ofen jetzt erstmal. Und lassen das ganze Ding jetzt erstmal füllen, bis das Reservoir aufgefüllt ist über Nacht. Und dann heißt es entweder Siphon bauen oder andere Sachen. Müssen wir mal gucken. Das kriegen wir auch schon eben mal hin. Wir werden vielleicht so ein kleines Silo bauen da oder so. Man muss halt davon ausgehen, dass wir Buffer bauen. Also quasi Zwischenspeicher bauen, die man dann nutzen kann. Die sich dann über Nacht aufbauen. Das ist ja dieses Prinzip, das ist dieses Idle Mining. Ne? Quasi die Farben ist zwar langsam, aber kontinuierlich erzeugt sie neues Knochenmehl und neues Knochenmehl. Und damit kann man eigentlich arbeiten. Ne? Weil der Zombie klaut Moos. Ah ja, der wird wahrscheinlich auch nicht despawnen, weil er ein Item aufgesammelt hat. Deshalb müssen wir uns dann tatsächlich auch um dieses Zombie kümmern. Hoffen, dass wir die Items schnell einsammeln. Ja, wunderbar, bevor die uns hier die Farm verwiesen. Die Sache mit dem Achterpuls finde ich nicht so cool, weil hier oben die Trichter dann für einen Moment leer sind. Und solange die leer sind und nichts produziert wird, ist auch doof. Deshalb würde ich dann doch wieder zurück zum alten Puls gehen. Jo, vielen Dank für die Armada hier. Das Problem scheint sich gerade hier von alleine zu lösen. Auch gut. So. Und wir gehen wieder zurück zum alten Puls. Trotzdem, an dieser Stelle bin ich mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Das war viel Arbeit und diese ganze Arbeit hat sich auf jeden Fall hier ausbezahlt, dass wir schon mal eine gewaltige Menge an Bambus mal ebenso erhalten können. So, wir lassen die Farm jetzt einfach mal durchlaufen. Sie müsste sich von alleine komplett abschalten. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, sehen wir das am Morgen im Stream, morgen Abend. Ja, und dann in diesem Sinne, mach's gut, bis bald und ciao Leute.